Hey, ihr Leseverrückten, ich möchte euch heute ein etwas anderes Buch vorstellen. Und zwar begleiten wir Ayla, beziehungsweise lesen in ihrem Tagebuch ungefähr 30 Tage. Das Tagebuch, wie es im Vorwort steht, soll sie für ihre Therapeutin schreiben. Ayla ist 17, geht aufs Gymnasium und sucht sich ihre Sexualpartner im Internet. Jedoch sind die nicht braungebrannt, gut aussehend, durchtrainiert, sondern eher alt, hässlich, dick. Und zwar geht es um dieses Buch, das Ghetto-Sex-Tagebuch von Sila Sönmez. Ich habe das Buch, wie gesagt, aus Zufall gefunden und fand die Geschichte allerdings sehr faszinierend, weil man ja immer vermittelt bekommt, dass weiblich, also Türkinnen bis zur Heirat mit ihrem Sexleben warten. Und dieses Buch zeigt halt eine ganz andere Seite. Und das ist genau der Hintergrund, warum Sila das geschrieben hat. Nämlich, dass man auch mal die andere Seite der Türken kennenlernt. Beziehungsweise nicht immer meint, sie wären Brüder oder ähnliches. Ich konnte leider im Internet nichts finden, ob dieses Buch autobiografisch ist. Falls ich noch was finden sollte, werde ich es auf jeden Fall in der Infobox schreiben. Ja, wir begleiten Ayla praktisch zu ihren Sexualpartnern. Einmal muss sie nackt putzen bei einem alten Mann, das wird aber dann ein Desaster im Nachhinein, weil er sie dabei gefilmt hat und das ihren Eltern zeigen möchte. Dann begleiten wir sie zu einem Pärchen, was in der WG wohnt, was sich dann als Kommune rausstellt. Dann schmuggelt sie Drogen von Holland, weil sie von ihrem, weil ihr Dealer in eine brenzliche Situation geraten ist. Oder ja, sie ist verliebt eigentlich in ihren besten Freund, der ist aber verliebt in die Schönheit der Schule, in die Schulschönheit. Und man merkt halt immer wieder, wie hin und her gerissen Ayla ist. Schon im Vorwort kann man das lesen. Die Passage würde ich euch mal kurz vorlesen. Für die Klapse bin ich nicht psycho genug, doch für mein Alter anscheinend nicht normal. Für Türken vor Deutsch, für Deutsche eine Türkin. Für sensible Menschen zu burschikos und durchtrieben. Für Assis zu Öko und für Ökos zu Assi. Für Lehrer zu temperamentvoll. Für andere wiederum einfach nur direkt. Man merkt schon im Vorwort, dass Ayla, wie gesagt, immer hin und her gerissen ist. Sie steht auf diese Sexabenteuer, sie findet es geil und toll, aber wenn sie fertig ist, also wenn sie gekommen ist und dann da weggeht, fühlt sie sich benutzt und schmutzig und weiß nicht, warum sie das Ganze tut. Man erfährt leider nie, warum und weshalb sie zur Therapie geht, beziehungsweise wer sie da hinschickt. Ist sie da freiwillig? Haben die Eltern im Nachhinein doch was mitbekommen? Oder will sie das alles einfach nicht mehr? Man begleitet sie halt wirklich die 30 Tage bei den verschiedenen Abenteuern und merkt dann zwischendurch immer wieder, dass sie eine normale 17-Jährige ist, die dann doch sich wünscht, dass sie sich verliebt, und sie verliebt sich dann auch, oder sie meint, sie ist verliebt, aber der Junge möchte nichts von ihr wissen. Und es ist wirklich ganz, ganz rasant geschrieben und man fiebert mit und man möchte dieses Happy End, oder man möchte ein Happy End für Ayla. Es ist kein typisches Happy End und sie sind zusammen bis zum Ende ihrer Tage oder wie man das dann halt immer in manchen Büchern liest, sondern es ist ein Happy End, was dieses Buch abschließt und wirklich, ja, abrundet. Also das ist genau ein Happy End, wie ich es mir gewünscht habe. Wenn man zur Brüderie neidet, sollte man das Buch auf jeden Fall nicht lesen, weil es ist, der Verlag hätte es sicherlich nicht veröffentlicht, wenn es nur um Blümchensex gehen würde. Nichtsdestotrotz finde ich, dieses Buch sollte man gelesen haben, weil diese ganze Kombination von dieser ganzen Geschichte um Ayla, sie lebt im Ghetto, sie wird verfolgt von irgendeiner Schlägerbraut, sie wird von dem, der da das Viertel bewacht, dann, den kennt sie und der hilft ihr dann auch in manchen Situationen. Sie
Ja, es ist halt wirklich ein Buch, was man unbedingt lesen sollte und dem man auch im Nachhinein noch nachhängt und denkt, wie kommt man auf das Buch? Ist es wirklich autobiografisch oder hat Sila, die Schriftstellerin, einfach eine gute Fantasie oder ja, also wie gesagt, das Buch finde ich wirklich sehr lesenswert. Hier hinten steht drauf, dass Sila Sönmez Deutschlands neue Sexautorin wäre. Aber das empfinde ich gar nicht so. Also ich finde jetzt nicht, dass es irgendwie ein erotischer Roman ist. Ich finde wirklich die Geschichte um die 17-jährige Türkin Ayla so faszinierend. Warum tut sie das? Aber sie weiß es eben selbst nicht und man kriegt es als Leser auch nicht raus. Aber trotzdem ist das Buch faszinierend. Also wer sich dafür interessiert und auch mal die etwas andere Seite sehen will und nicht nur, ich werde von meinen Eltern gezwungen zu heiraten, dann solltet ihr das auf jeden Fall lesen. Tschüss!